Servus Leute, ich bin's wieder, der Niklas, und heute will ich euch die besten Waffen in Mountain Blade Bannerlord zeigen. Und bevor wir anfangen, nicht vergessen, Abo da lassen, ihr wisst Bescheid, damit ihr nichts mehr verpasst. So, also ich fange erstmal an mit der besten Axt, also mit der besten Zweihand-Axt. Das ist nämlich die Heavy Executioner's Axt. Und die könnt ihr in Quai, wie heißt denn das, wie wird das ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. Quaias finden. Ja, ihr seht schon, die sammelt ziemlich hart rein und ist auch vergleichsweise nicht allzu teuer, finde ich jetzt. Ja, hier in diesen Quaias könnt ihr auch das beste Schwert finden im Spiel, nämlich das Tamaskene Steel Katara. Ihr seht auch, die Werte sprechen für sich und es ist auch hier das teuerste Schwert, was es gibt. Aber ihr dürft nicht vergessen, dass ihr all diese Waffen erst nach einer bestimmten Spielzeit findet. Also, ich glaube, ab 300, 400, 200 Tagen plus, das wechselt sich immer so ab, werden diese Schwerter erst von diesen Werkstätten, also diese ganzen Waffen werden die erst in diesen Werkstätten produziert. Ja, oder genau, wenn die Stadt jetzt zum Beispiel auch unter Belagerung steht, dann gibt es die Sachen zum Beispiel manchmal nicht, weil die Werkstätten einfach nicht produzieren können. Ja, aber genug davon. Gehen wir weiter zu der besten Wurfwaffe, also wenn es nach Sperren geht. Und das sind die Jareth. Und die gibt es natürlich noch in Sanala. Also das ist noch so ein anderer Ort hier im Süden. Und ihr seht schon, der Preis ist ziemlich abgefahren. 167.000 ist ziemlich teuer. Ja, aber ich würde sagen, dann haben wir die schon mal abgehakt und da gehen wir mal zum nächsten Ort. So, hier bin ich wieder und ich bin in Kwazira. Und hier gibt es die besten Wurfäxte. Und das sind die Southern Throwing Axe. Und für die beste Waffe seiner Art, die sind vergleichsweise sind sie ziemlich günstig. Aber ihr seht schon, ich habe mir gerade schon hier mal die zwei Dinger noch geholt. Die sind einfach geil. So, perfekt. Nächstes, bis gleich. So Leute, dann kommen wir auch schon nach Akalat, denn hier gibt es zuerst mal die beste Lanze im Spiel. Das ist die Eastern Noble Lance. Die ist, wie ich schon gesagt habe, am allerbesten. Und in Akalat gibt es auch noch den besten Speer. Das ist der Thin Fine Steel Having Spear. Das ist mal ein langer Name. Ja, das sind die besten Lanzen und die besten Speere im Spiel. Und weiter geht's auf meiner Reise um die Weltkarte. So, Leute, in Sibir angekommen, gibt es die beste einhändische Kampfaxt, nämlich die Norvan Rectangular Bitted Axt. 8500, guter Preis, kann man sich leisten. Ist die beste Axt im Spiel, also die einhändige Axt im Spiel. So Leute, dann sind wir mal hier in Baltak Hand. Und hier in Baltak Hand gibt es das beste Schild im ganzen Spiel. Mal gucken, ob sie es haben. Na, ne, sie haben es leider nicht. Aber ich kann euch trotzdem sagen, wie das heißt. Das heißt Steel Round Shield. Und es ist ungefähr wie das Schild, was ich dir gezeigt habe, bloß dass es komplett aus Eisen ist und die meisten Hitpoints im ganzen Spiel hat. Das Nachteil, genau. Der Nachteil bei dem Schild ist aber, dass das ziemlich klein ist und somit nicht den ganzen Körper bedeckt, sondern nur einen kleinen Teil davon. Aber sonst von den Hitpoints ist das beste Schild im ganzen Spiel. So Leute, kommen wir dann mal zu den letzten drei Waffen, die es noch gibt. Nämlich einmal das beste Zweihandschwert und das ist das Falx für 16.000. Das ist ziemlich gut, hat eine ziemlich krasse Länge und vielleicht kennt ihr es aus dem Multiplayer. Es rasiert einfach nur richtig hart. Und das Schwert ist geil. Also, ultra gut. So, und jetzt der Polearm. Das ist die. Ich habe immer Probleme mit den Namen. Romphalia. Und die ist auch extrem krass, weil die halt auch diese Länge von 203 hat. Und da kann man einfach vom Pferd runterschlagen, obwohl die Gegner nicht mal in Reichweite, in richtig naher Reichweite sind. Und das ist ultra OP. Und jetzt kommt natürlich eine der stärksten, aber natürlich auch eine der seltensten Waffen. Nämlich der Noble Longbow. Das ist der stärkste Bogen im Spiel. Und ich glaube, den findet man teilweise erst ab 500 Tagen Spielzeit. Also, der kommt ziemlich spät und das ist eigentlich die seltenste Waffe im ganzen Spiel. Ja, ich könnte ihn jetzt zum Beispiel nicht benutzen, weil mein Bowskill so schlecht ist. Aber ihr seht schon am Preis zum Beispiel. Der Bogen ist einfach nur krass. Und das ist der beste Bogen im Spiel und dann so. War es das jetzt auch mit dem Video? Wir haben alle Waffen jetzt mal abgearbeitet. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Und ja, dann sage ich ciao, ciao und lasst ein Abo da. Bye, bye.